Es geht um den Betrüger Thierry Tilly. Der Betrug von Thierry Tilly ging im Jahr 2009 um die Welt. Über 10 Jahre hat er eine französische Adelsfamilie systematisch manipuliert und ausgebeutet und auch terrorisiert. Er schaffte eine psychische Abhängigkeit, die ihm innerhalb kürzester Zeit alles einbrachte, was er wollte. Vertrauen, Macht und vor allem Geld. Alles begann im Jahr 1997. Die Familie Védrine ist eine stolze Adelsfamilie und deren Spitze die 84-jährige Guillemette steht. Vom 400 Jahre alten Familienschloss Martel in der Nähe von Bordeaux regierte sie über die Familie. Und der Glanz der alten Zeit war zwar verflogen, über die Aristokraten verfügten aber immer noch über ein beachtliches Vermögen. Sie besitzen Immobilien, Kunstwerke, Antiquitäten, Schmuck, Ländereien und Wertpapiere. Und die Familienoberhäuptin ist stolz auf ihre Kinder, zumindest auf den Großteil. Also ihr ältester Sohn Philippe war Manager bei Shell und ist nun bereits in Rente. Der jüngere Sohn Charles Oury arbeitet als erfolgreicher Arzt. Doch im Gegensatz dazu steht ihre Tochter Ghislaine mit ihrem Mann Jean Marchand, der als Wirtschaftsjournalist arbeitet. Der Rest der Familie Védrine sieht Jean als Eindringling, der passt nicht zu ihnen und stammt aus einfachen Verhältnissen. Seitdem Jean jedes Jahr ein Festival für klassische Musik auf ihrem Familienschloss organisiert, das zahlreiche Besucher auf ihr Grundstück zieht, wächst der Groll in der Familie Védrine gegen ihn. Doch auch zwischen den Kindern ist diese Stimmung angespannt, denn Philippe ist sauer auf seinen Bruder Charles Henri, den die Mutter hatte den Jüngeren das Familienschloss als Erbe in Aussicht gestellt, und nicht Philippe, der als eigentlicher Thronfolger galt. Ghislaine ist hingegen neidisch auf Charles Henris Frau Christine, denn im Gegensatz zu ihrem eigenen Mann passt sie besser in diese Familie, denn Christine kommt aus gutem Hause und erbte reich. Und dementsprechend verstand sich auch die Mutter Guillemette besser mit ihrer Schwiegertochter als mit ihrer eigenen Tochter. Doch auch zwischen Ghislaine und ihrem Mann Jean kriselt es, denn Ghislaine leidet unter Depressionen. Sie wünscht sich nichts Sehnlicheres als jemand, der ihr zuhört. Und ihr Mann Jean Marchand war längere Zeit arbeitslos und nun ist er gerade als Wirtschaftsjournalist dabei eine neue Zeitung zu gründen und er hat keine Zeit für die Sorgen seiner Frau. Er streitet sich öfter mit den Kindern, die auch in der Schule Probleme machen. Und als Ghislaine und Jeans Tochter im Herbst 1996 auf eine private Sekretärenschule wechselten, lag diese dann auch kurz vor dem finanziellen Ruin und die Eltern engagierten sich für den Erhalt der prestigeträchtigen Schule und Ghislaine übernahm kurzerhand auch die kaufmännische Leitung. Doch nun, ein Jahr später, ist sie mit der gesamten Situation überfordert. Aber der Anwalt der Schule hat einen guten Tipp für sie. Er kenne jemanden, den sie als Berater kontaktieren sollte und das sei ein erfolgreicher Unternehmer. Der hat mehrere Firmen geleitet und der würde ihr sicher helfen können. Der fabelhafte Monsieur Thierry Tilly. Bis heute ist Thierry Tillys Vergangenheit ein Rätsel. Selbst der spätere Prozess gegen den Betrüger brachte nur wenige Informationen aus seinem früheren Leben hervor. Ehemalige Schulkameraden beschrieben ihn als schüchternen Einzelgänger und ab und an sollen seiner Familie Konflikte mit seinem Vater gehabt haben. Er stammt aus einem Pariser Vorort und war 32 Jahre alt, als er in die Familie Védrine eingeführt wurde. Seine berufliche Karriere, frühere Beziehungen oder auch seine vorherige psychische Auffälligkeiten wurden bis heute nicht aufgedeckt. Lediglich, dass er schon einmal wegen Betruges verurteilt wurde. Im Gerichtsprozess kam dann auch heraus, dass der Anwalt der Schule, der Ghislaine Thierry Tilly als Berater empfahl, als juristischer Handlanger des Betrügers fungierte. Und heute bestreitet der Anwalt jedoch, mit Tilly zusammengearbeitet zu haben, denn er sei selbst Opfer des Betrügers geworden. Belangt wurde er jedoch für diese
für dieses folgenschwere Zusammentreffen nie. Als Thierry Tilly 1997 in das Leben von Ghislaine tritt, schienen sich ihre Probleme in Luft aufzulösen. Er engagierte sich für die Schule, er organisierte neue Computer und er kümmerte sich um die Hausmeistertätigkeiten. Und Ghislaine ist seit langem wieder glücklich. Endlich unterstützt sich jemand und zeigt sich interessiert an ihren Problemen. Umdrehen ist Tilly auch noch ein guter Zuhörer. Sie erzählt ihm von ihren Familienproblemen, ihrer Angst, der Adelsfamilie nicht gerecht zu werden und sie plaudert mit ihm über das Vermögen der Familie Vedrine. Und sie denkt sich nichts dabei, schließlich ist Thierry Tilly auch in den höheren Kreisen vernetzt. Er kennt Politiker und Unternehmer und das erzählt er zumindest Ghislaine. Schon bald ist Thierry Tilly unverzichtbar in Ghislaines Leben und der Sekretärinnenschule. Sie stellt ihn als Berater ein, er bekommt ein Büro und er darf in der Pförtnerwohnung in der Schule leben. Und dass er doppelt so viel wie die Rektorin bekommt, dass er mietfrei wohnen darf und sich gleichzeitig seine Beratung immer noch gut bezahlen lässt, das verschweigt Ghislaine ihren Kollegen. Es dauert nicht lange, bis Tilly über die finanziellen Mittel der Schule verfügt und dafür zuständig ist, Leute einzustellen. Thierry Tilly ist aus Ghislaines Leben nicht mehr wegzudenken. Nicht nur, dass er sie bei der Arbeit unterstützt, sondern er versteht sich auch blendend mit ihren Kindern. Und er dachte, immer öfter ist der Unbekannte dann auch zu Besuch bei ihnen. Und nur ihr Mann Jean skeptisch über die Schwärmerei seiner Frau. Und er dachte, sie würde ihn vielleicht betrügen, aber als Tilly dann das erstmal auftaucht, verfliegt sehr schnell der Gedanke, denn er ist sehr klein und schmal und kein Mann, an dem Ghislaine Interesse zeigen würde. Doch die Geschichten, die ihm der Berater seiner Frau auftischt, will Jean nicht wirklich glauben, zum großen Ärger von Ghislaine. Aber sie glaubt weiterhin seinen Storys. Tilly hat ihr im Vertrauen erzählt, dass er ein Doppelleben führt. Und sein bürgerliches Leben sei nur Fassade. Eigentlich sei er Geheimagent mit Verbindung zur UN und NATO und Ghislaine kauft ihm jedes Wort ab. Und auch als Tilly im Jahr 1999 ganz aufgelöst an sie herantritt. Die Schule habe Feinde, die ihren Niedergang wollen, sagt er. Seine Geheimagenten haben herausgefunden, dass die Freimaurer hinter all dem stecken und sie wollen an das Vermögen der Familie Vedrine. Und Ghislaine, die mittlerweile dieser taktischen Manipulation von Thierry Tilly vollends unterlegt ist, stimmt allen Maßnahmen zu, die er ihr rät. Er installiert Überwachungskameras und er feuert die Rektorin und ja, das ist nämlich die dieser ganzen Geschichte dieses Betrügers nicht glaubt. Und außerdem rät er Ghislaine, ihrem Mann nichts mehr davon zu erzählen, denn die Feinde würden bis ins Innerste vordringen. Aber eigentlich wollte Tilly nur den kritischen Skeptiker loswerden, um weiter die Machtübernahme in dieser Familie voranzutreiben. Den Gedanken der Angst säte er erfolgreich, weil Ghislaine überall vermutete sie Feinde, die es auf sie und ihre Familie abgesehen haben. Und im Sommer 2000 stellte sie bei einer Familienfeier im großzügigen Schloss der Vedrines Thierry Tilly ihrer Mutter und ihren Geschwistern vor. Und die Familie ist zunächst skeptisch, wen Ghislaine dort mitgebracht hat, doch schnell sind sie fasziniert von den Geschwistern, von den Geschichten, die Tilly ihnen erzählt. Er spricht über seine Tätigkeit als Geheimagent und seine Verbindung in die Politik und nur wenige der Vedrines lachen über die Story von Tilly. Jean ist einer von ihnen, der Eindringling, der sowieso nicht in diese Adelsfamilie passt. Und die echten Vedrine hingegen hängen an seinen Lippen, spätestens als er ihnen erzählt, was seine eigentliche Mission ist. Er soll den alten, ehrenvollen Adelsfamilien im Kampf gegen die Freimaurer helfen und ihr Geld in Sicherheit bringen.
Ghislaines Brüder Philippe und Charles Henri sind überzeugt und familienüberhaupt Guillemette ist entzückt über die Worte, die ihr der unbekannte Mann entgegenbringt. Endlich war da jemand, der ihr altes Adelsgeschlecht noch zu schätzen wusste. Jean Henri sagte darüber später, dass Tilly die Familie damit an ihrem schwächsten Punkt traf. Zitat: Tilly wusste, womit er uns verrückt machen konnte. Jedes Familienmitglied lebte ein normales Leben, das im Widerspruch zu ihrer geschichtsträchtigen Adelsdynastie stand. Ja, in der modernen Welt interessierte sich einfach niemand mehr dafür, aus welcher Familie die Vedrines stammten. Doch für ihren Zusammenhalt war die Familiensaga essentiell. Und nun drohte laut Tilly auch das einzubrechen durch Feinde. Und außerdem fühlten sie sich regelrecht als geschmeichelte Auserwählte. Ihr Adelsgeschlecht schien doch von großer Relevanz zu sein. Nicht nur, dass sie Feinde hatten, sogar der Geheimdienst wollte sie schützen. Und im späteren Gerichtsverfahren attestierten Psychologen, dass Thierry Tilly überdurchschnittliche Fähigkeiten hatte, sich in andere hineinzuversetzen und die Schwächen der anderen auszunutzen. Für jeden in dieser Familie hatte er eine eigene Taktik. Mal mimte er den verständnisvollen Freund, mal die strenge Vaterfigur. Und nur kurz nach seinem ersten Besuch bei der Familie löst die 86-jährige Guillemette Wertpapiere von 300.000 Euro auf. Ghislaine und ihre Brüder Charles Henri und Philippe sind eingeweiht. Und Tilly hat ihnen geraten, ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Ihr Retter kümmert sich natürlich um das Geld, der es auf Konten in Belgien und Großbritannien überweist. Und Ghislaine Mann Jean weiß von all dem nichts. Ihre Brüder sind sich derweil sicher, dass ihr Mann einer der Feinde ist, der ihre Familie unterwandert. Es kommt zum Streit und fast zu einer Prügelei. Schlussendlich sperren sie Jean in eines der Zimmer auf Guillemettes Anwesen ein und 2 Tage muss er dort in Gefangenschaft leben. Philippe und Jean Henri lassen sogar einen Psychiater kommen. Sie wollen Jean einweisen lassen, denn er sei eine Gefahr für die Familie. Doch ein Arzt kann keine psychischen Auffälligkeiten an Jean feststellen. Und Jean selbst ist überzeugt, dass er nach dem Vorfall seine Familie verlassen will. Aber er entschied sich dann, seinen Kindern zuliebe zu bleiben. Ja, aber diese redeten gar nicht mehr mit ihm, denn Tilly hat ihnen eingetrichtert, dass ihr Vater eine Affäre hätte. Eines Tages konfrontierte Thierry Tilly Ghislaine mit einer schrecklichen Nachricht. Er müsse sofort nach London ziehen, der Geheimdienst brauche ihn dort. Aber eigentlich wollte Tilly in Frankreich wegen Immobilienbetrugs gesucht. Und von da an kontrollierte er die Familie noch stärker. Er gibt ihnen per SMS, Mail und Telefon stündlich Befehle, was sie zu tun haben. Er schottet die Familie immer weiter ab. Freunde und andere Verwandte werden zu Feinden, von denen sich die Familie fernhalten soll. Und seine größte Bedrohung ist weiterhin Jean. Als Ghislaine einen alten Gartenhandschuh und vertrocknete Blumen auf ihrem Grundstück findet und es Tilly berichtet, hat er einen Plan, wie er Jean loswerden kann. Er gibt Ghislaine genaue Anweisungen am Telefon, was sie zu tun habe, denn er weiß, wie der Handschuh und die Blumen in ihren Garten kamen. Jean ist Mitglied einer Sekte, die Orgien feiert und er hätte bis zu 40 Geliebte. Sie soll ihm den Handschuh und die Blumen vor die Füße knallen und die Scheidung fordern. Eine halbe Stunde gibt er ihr dann auch Zeit, ihre Sachen zu packen, das Haus zu verlassen und das gesamte Geld vor der Trennung an Tilly zu überweisen. Und er würde sich schon darum kümmern. Alles, was Tilly ihr sagt, macht Ghislaine. Innerhalb von wenigen Minuten setzt sie ihren Ehemann vor die Tür ohne Geld und auch die gemeinsame Tochter von Ghislaine und Jean muss sich dann von ihrem Mann trennen, obwohl sie erst wenige Monate zuvor geheiratet hatte, denn auch er sei ein Verräter,
Das hat ihr dieser Betrüger eingetrichtert. Im November 2001 geht die Sekretärin der Schule dann bankrott. Thierry Lee hat sämtliche finanzielle Mittel zu seinen Gunsten ausgeschöpft, doch offiziell seien die Feinde am Ruin der Schule schuld. Und von da an greift Tilly zu immer radikaleren Methoden. Alle engen Familienmitglieder der Vedrines müssen ihre Arbeit kündigen und sich im Schloss Martell verbarrikadieren. Darunter sind Guillemette, ihre Kinder Philippe, Charles Henri und Ghislaine, sowie deren Kinder und Frauen. Und keiner darf ohne Absprache von Tilly das Haus verlassen. Draußen würden die Feinde lauern, sie seien nur geschützt, weil er seine Leute vom Geheimdienst dort hinbeordert hätte, die für die Sicherheit der Familie sorgen. Und Tillys Geheimdienstmitarbeiter, die Wache stehen würden, seien sogar so gut getarnt, dass sie niemand sieht. Die Fenster werden verdunkelt, Kalender und Uhren müssen sie abhängen und ihre Aufgabe besteht nur noch darin, das Schloss nach Wertgegenständen und Schmuck zu durchsuchen. Und Psychologen beschreiben Tillys Vorgehen als Lehrbuch für Gehirnwäsche, denn er nahm ihnen sämtliches Zeitgefühl, um sie noch gefügiger zu machen. Die Verkäufe von Antiquitäten und Immobilien bringen Millionen ein. Thierry Tilly steuert alles aus London und Oxford, wo er mittlerweile mit Frau und Kindern lebt. Und sein Komplize Jack Gonzales hilft ihm, das Geld wegzuschaffen. Und währenddessen lebt die Familie Vedrine auf Schloss Martell in Armut. Sämtliches Geld, das sie haben oder auftreiben können, müssen sie an Tilly abtreten. Jeden Tag sind sie Psychoterror ausgesetzt und immer wieder neue Lügen tischt der Betrüger ihnen auf. Als Jean-Henri's Frau Christine über Augenschmerzen klagt, zum Beispiel, sind es da die angeblichen Laserpointer der Feinde schuld. Und Ghislaine Ex-Mann Jean hätte einen Auftragskiller auf die Familie angesetzt. Und er zermürbt die Familie. Sie dürfen nicht zur Ruhe kommen. Er ruft nachts an oder er lässt sie sogar nach Großbritannien reisen, wenn er mal keine Aufgabe für sie hat, mit der er die gesamte Familie über Stunden im Schloss beschäftigen kann. Obwohl nie jemand die Familie einschloss, hielten sie sich strikt an diese Regeln. Sie hätten jederzeit gehen können, doch Tilly hatte sie fest mit der Angst, dass draußen der Feind lauern würde, im Griff. Und ja, währenddessen kämpft Jean draußen dafür, dass dieser unglaubliche Betrug endlich auffliegt. Er hat die Mails von Thierry Tilly an seine Frau gelesen und ist sich mittlerweile sicher, welches Ausmaß diese psychische Manipulation angenommen hat. Immer wieder ruft er seine Ex-Frau an, aber sie darf nicht rangehen. Zusammen mit Freunden der Familie erstattet er dann auch Anzeige, aber die Behörden interessieren sich wenig dafür. Er schickt Journalisten vorbei, die von den Eingeschlossenen berichten, aber es bringt keine Wirkung. Im Gegenteil, die Familie ist sich nun absolut sicher, dass die Feinde mächtig sind, wenn sie sogar Presse und Polizei im Griff haben. Und obwohl im Sommer 2003 dann auch die Gerichtsvollzieher vor dem Schloss stehen, kümmern sich die Behörden nicht um diesen Fall. Thierry Tilly, der das gesamte Familienvermögen verwaltet, hat den Vedrines verboten, Steuern zu zahlen. Und die Gerichtsvollzieher räumen das gesamte Schloss leer und die Familie versichert ihnen, dass alles in Ordnung sei. Und immer mehr Grundstücke und Besitztümer müssen dann auch verkauft werden. Die Antiquitäten hätten laut Tilly Wanzen. Und er beteuerte ihnen, dass er all ihr Geld mit guten Renditen anlegt. Wenn nämlich erst der Kampf gegen die Feinde vorbei ist, sind sie noch viel reicher. Um die Familie in Schach zu halten, erzählt er, dass die Söhne in Oxford studieren. Aber die Wahrheit sieht an. Er holt halt immer wieder auch einige nach England, zum Beispiel Jean-Henri und Christines Söhne, Julien und Amaury. Die werden 2004 von Tilly aus Frankreich abgezogen. Und er erzählt halt, dass diese Söhne in Oxford studieren, aber die Wahrheit sieht anders aus. Amaury muss 9 Monate in einer Kammer ohne Bett, Toilette und Heizung hausen.
Ein Jahr später schickt er ihn dann zurück nach Frankreich, doch von diesen Misshandlungen erzählt er niemandem. Und Guillaume ist derweil Tillys Hausdiener, nachts muss er als Barkeeper arbeiten, seinen Lohn muss er an Tilly abtreten. Währenddessen überweisen Christine und Jean-Henri weiter Studiengebühren an Oxford, für Oxford an ihn. Und als das Ehepaar 2006 selbst wegen einer Unterschrift für einen erneuten Hausverkauf zu Tilly nach Oxford reisen muss, sieht Christine, dass ihr Sohn in einem schlechten Zustand ist und nicht studiert. Als sie Tilly damit konfrontiert, hat er wieder ein Ass im Ärmel, denn Christine ist ihm schon länger ein Dorn im Auge. Die Frau von Jean-Henri führt nämlich Buch darüber, wie viel Geld die Vedrines an den angeblichen Geheimagenten bereits abgetreten haben. 4,5 Millionen Euro. Er konfrontiert dann die Familie mit einer Geschichte, die an Absurdität kaum zu übertreffen ist. Der Mädchenname von Christine, die aus einer wohlhabenden Familie stammt, heißt übersetzt Hüterin der Mine. Und sie wisse ganz genau, dass ein Familienschatz auf irgendeiner Bank deponiert sei und es ist nun an der Zeit, Tilly zu verraten, wo dieser Schatz ist. Doch Christine hat noch nie etwas von einem Schatz gehört. Thierry Tilly holt daraufhin die gesamte Familie nach Oxford, um den Druck auf Christine zu erhöhen. Sie muss ihren Schmuck abgeben, an dem wären nämlich Peilsender und ihre Kinder seien Kopfgeld ausgesetzt worden, um den Schatz zu finden. Doch Christine weiß partout nicht, wo ein Schatz sein soll. Vielleicht in Brüssel, sagt sie aus purer Verzweiflung. Und daraufhin schickt Tilly sie zusammen mit ihrem Sohn als Aufseher nach Brüssel, um die Banken abzuklappern. Christine sagt daraufhin heute, Zitat, wir sind 3 Tage lang von Bank zu Bank gezogen und haben nach vergessenen Konten gefragt. Man hat uns ausgelacht, es ist mir so peinlich. Und als wir nach Oxford zurückkamen, war ich die Böse. Es sei meine Schuld, dass Kreditenverträge platzten. Er sperrt Christine in ein Zimmer und indoktriniert ihren Mann Jean-Henri, Ghislaine und Philippe. Und dann beginnt die Folter. Ihr wird das Essen und Trinken verweigert. Sie muss über eine Woche lang auf einem Stuhl sitzen und sie darf sich nicht bewegen. Toilettengänge und Schlaf werden ihr verwehrt. Tilly und die Familienmitglieder schlagen und quälen sie, darunter auch ihr Mann und Ghislaine. Und letztere streitet aber bis heute die Foltervorwürfe ab. Doch für die Gutachter schien es plausibel, dass die gesamte Familie Vedrines an den Qualen von Christine beteiligt war, denn es war Thierry Tillys Plan, alle in der Familie zu Schuldigen zu machen, um einen Ausstieg unmöglich zu machen. Als die Familienmitglieder nach Tagen des Folterns Tilly bitten, Christine freizulassen, willigt er nur ungern ein, denn er hat eine Forderung. Die Familie soll ihr Schloss verkaufen. Das Schloss Martel ist das Letzte, was den Vedrines geblieben ist. Sie hatten sich schon öfter gegen den Verkauf gewehrt, aber nun bleibt ihnen nichts anderes übrig. Für 460.000 Euro wird das Familienanwesen verkauft und das Geld geht natürlich an Tilly. Doch nach der Folter an Christine kippt die Stimmung bei den Vedrines und Philippe gelingt die Flucht. Um den Schein weiterhin zu erwahren, erlaubt Tilly Christine das Haus zu verlassen und sie darf für ihn bei einem Feinkosthändler arbeiten gehen. Christines Chef, den alle Bobby nennen, ist ebenfalls Franzose und Christine vertraut ihm. Doch eines Tages macht Thierry Tilly einen entscheidenden Fehler. Er wettert nämlich auch bei Bobby das große Geld und er trifft sich mit ihm. Und Bobby sagt dazu in einem Interview, Zitat, tja, da sitzt mir so ein Bürschchen gegenüber und behauptet, von UN und NATO eingesetzt zu sein, um Familien von Kreuzrittern beim Schutz ihres Vermögens zu helfen. Was glauben Sie, was ich dachte? Tags darauf fragte Christine, was ich von Tilly halte, und ich sagte, ein Scharlatan. Da sehe ich an ihrem Blick, wie es in ihr Klick macht.
Christine vertraut sich Bobby an und erzählt ihm alles über Tilly. Und er ist entsetzt und hilft Christine zu fliehen und Anzeige zu erstatten. Doch sowohl die britischen als auch die französischen Behörden können lange Zeit nichts machen. Erst im Oktober 2009 gibt es eine Wende. Seit Monaten hören sie das Telefon von Tilly ab und nun bekommen sie mit, dass sich der Betrüger in die Schweiz absetzen will. Noch auf dem Rollfeld klicken am 21. Oktober 2009 die Handschellen. Doch das Martyrium ist für die Familie Vedrine noch nicht vorbei. Die letzten eingeschlossenen Familienmitglieder im heruntergekommenen Haus in Oxford können nicht glauben, was die Fernsehsender und Zeitungen berichten. Tilly ist kein Mitglied des Geheimdienstes, sondern ein Betrüger und sie seine Opfer? Es braucht dann ein Team aus Psychologen und Experten, um der Familie die schmerzhafte Wahrheit beizubringen. Und als der Prozess gegen Thierry Tilly beginnt, tummeln sich die internationalen Medien im Gerichtssaal, denn diese Art von Betrug und psychische Manipulation ist weltweit einzigartig. Doch viele Fragen bleiben auch während des Prozesses unbeantwortet. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie lange hätte Tilly diesen Betrug noch durchgezogen? Und vor allem auf eine Frage gibt es bis heute keine Antwort. Wo ist das gesamte Geld? 5 Millionen Euro hatte sich der Betrüger bei der Familie ergaunert, doch Tilly selbst lebte nicht auf großem Fuß. Bei ihm fanden die Ermittler kein Geld. Und bei seinem Komplizen Jacques Gonzales konnten die Behörden einige Luxusgüter sicherstellen, aber auch die waren deutlich weniger wert. Bis heute gibt es die Gerüchte, dass noch mehr Hintermänner involviert sind. Aber wer sind sie? Und wie hat Tilly es geschafft, das ganze Geld unbemerkt verschwinden zu lassen? Thierry Tilly selbst streitet jegliche Schuld vor Gericht ab. Er ist kein Betrüger, schließlich ist er Chirurg, Architekt, Olympiasieger, Wirtschaftsspion, Kommissar und ein Verwandter der englischen Queen. Der gesamte Gerichtssaal lacht, aber niemand weiß, ob Tilly das wirklich ernst meint und ob er das wirklich alles glaubt oder ob er auf Schuldunfähigkeit hofft. Selbst sein Verteidiger ist mit seinem Mandanten überfordert, tituliert ihn als völlig verstörenden Menschen und meint, Tilly glaubt wahrscheinlich wirklich an all das. Und am Ende des Prozesses verurteilt der Richter ihn wegen Freiheitsberaubung, Missbrauch, Täuschung, Urkundenfälschung und Gewaltanwendung zu 10 Jahren Haft. Doch die Familie Vedrine sieht vor allem eine Schuldige in dem ganzen Fall. Ghislaine, die den Betrüger in ihre Familie einschleuste. Ihre Brüder und der Rest der Familie haben mit ihr gebrochen. Nur ihr Mann Jean und ihre Kinder halten noch zu ihr. Sie haben erneut geheiratet, zur Zeremonie kam denn keiner der restlichen Verwandten und auch als das Familienoberhaupt Guillemette verstarb, wurden sie nicht eingeladen. In ihrem Schloss, vor dem sich immer wieder Journalisten tummeln, lebt heute eine andere Familie. Und die einst vermögenden Aristokraten wohnen in Sozialwohnungen. Nur Philippe ist in seinem Landhaus geblieben, eines der wenigen Besitztümer, die Tilly nicht verkaufte.